alle Studien zum Thema Grenzgebiete des Bewusstseins, zum Thema Bewusstsein während oder nach Herzstillstand, alle zum Thema Nahtoderfahrung, genauso wie alle zu den Grenzgebieten der Anatomie des menschlichen Gehirns, haben ganz klar gezeigt, dass das Bewusstsein kein Epiphänomen des Gehirns ist, dass das Bewusstsein nicht im Gehirn entsteht, sondern dass das Bewusstsein eine autonome Konstruktion ist und das Gehirn einfach nur ein Sendemast und Empfänger für das Bewusstsein. Der psychophysische Parallelismus ist nicht nur mehr Spekulation, sondern er ist Tatsache. Und heute im sechsten Teil von der Sendereihe Nicht-Lokales Bewusstsein soll es uns einmal um etwas ganz Besonderes gehen. Und zwar um das Thema der Amnesie-Anomalien. Was meine ich damit? Als Amnesie wird ein entweder vorübergehender, also temporärer, oder eben ein für das Leben lang bestimmter Gedächtnisschwund, Gedächtnisverlust bezeichnet. Wie wir im Forschungsgebiet der terminalen Geistesklarheit bereits gelernt haben, kommt es zum Beispiel bei der Demenz dazu, dass sich Verbindungen zwischen Synapsen und Neuronen und neuronale Verbindungen eben auflösen. Da das Gehirn am Ende des Lebens vollkommen zerstört ist, würde man nicht erwarten, dass genau bei solchen Patienten das Phänomen der terminalen Geistesklarheit eintritt, nämlich dass sie kurz vor ihrem Tod nochmal Zugriff auf ihr volles Bewusstsein haben, auf komplette Geistesklarheit und auf alle Erinnerungen, die zuvor verloren waren oder zumindest als verloren deklariert wurden. Wäre das Bewusstsein tatsächlich ein Epiphänomen des Gehirns, wären sie das auch. Und dann dürften solche Erinnerungen nicht mehr auftreten während dieser Zerstörung und Degradierung des Gehirns. Doch dass das eben genau der Fall ist, das zeigt ganz klar, dass das Bewusstsein nicht im Gehirn entsteht, sondern eine autonome Konstruktion, ein geistiges Konstrukt darstellt. Und das Gehirn ist keine geistige, sondern eine materielle Maschine. So. Und bei der Amnesie ist es jetzt so, wenn man zum Beispiel mit dem Kopf auf einem Stein aufschlägt, dann kann es durchaus zu einem Gedächtnisverlust kommen. Man kann sich nicht mehr erinnern, wer man denn eigentlich ist. So, das kann man allerdings aus Sicht der Transmissionshypothese gut erklären. Denn das Gehirn ist ein Empfangsgerät mit verschiedenen Sendern. Und wenn dieser Sender umgestellt wurde, beziehungsweise wenn der Empfang entweder schlecht oder komplett gestört ist oder gestört ist einfach, dann kann das Bewusstsein nicht mehr so gut übertragen werden. Es existiert außerhalb des Körpers weiterhin, doch das Gehirn kann es nicht mehr schalten. So. Und so muss man vielleicht alles und generell alles nochmal neu lernen, beziehungsweise eine neue Persönlichkeit annehmen. Doch wie kann es dann sein, wenn eben die gleiche Person wieder einen Schlag auf das Gehirn, beziehungsweise auf den Kopf bekommt, dass sie dann eben alle Erinnerungen wieder parat hat plötzlich, dass sie dann alle Erinnerungen wieder im Gedächtnis hat. So, und das beweist eben, das Gehirn hat unterschiedliche Sender. Das kann man wie ein Radio auf unterschiedliche Empfangsebenen einstellen. Und zwar einmal natürlich mit dem DMT natürlich auf höhere Sphären, dann kann man natürlich aber auch dadurch, dass man mit auf einem Stein aufschlägt, kann plötzlich alles weg sein und man muss bei einem neuen Sender ganz neu anfangen. Doch wenn man dann wieder irgendwo gegenknallt und dann wird der Sender wieder umgestellt und dann hat man wieder alle Erinnerungen, die man vorher verloren hatte sozusagen, dann beweist das, dass aus dem Gehirn nichts gelöscht wird und dann ist alles weg. Das heißt, das Gehirn nimmt keine Löschungen vor und das Gehirn kann das Bewusstsein nicht beeinflussen. Das Bewusstsein kann jedoch das Gehirn beeinflussen. Das Gehirn kann das Bewusstsein nicht beeinflussen als autonome Konstruktion, als autonome Gesamtheit, kann allerdings darüber entscheiden, wie es übertragen wird. Da wird aber nur die Übertragung vom Gehirn eingestellt, nicht aber das Bewusstsein selbst. So, und wenn man jetzt sich diese Sachen anschaut, wenn bei der Amnesie zum Beispiel das Gedächtnis wieder zurückkehrt oder wenn eben
So, oder wenn eben man einmal auf den Stein knallt und dann weiß man nichts mehr und dann knallt man wieder auf den Stein und dann kehren die Erinnerungen zurück, dann beweist das wie folgt, dann beweist das folgendes. Es ist eben nicht so, dass plötzlich Erinnerungen und Informationen aus dem Gehirn gelöscht werden und dass das Gehirn geistige Dinge löscht, sondern dass es einfach nur nicht mehr auf dem eingestellten Sender liegt und so nicht mehr empfangen wird. Das bedeutet ganz einfach das, dass das Gehirn eben nicht das Bewusstsein erzeugt, sondern das Bewusstsein eine autonome Konstruktion darstellt und sie in einem psychophysikalischen Komplementaritätsverhältnis stehen. Beide sind sowohl Sender als auch Empfänger. Doch beides sind unabhängige Observablen und wenn das Gehirn tot ist, dann ist das Bewusstsein umso aktiver.